Heart. Ja, der Intimidator, eine Legende, schon zu Lebzeiten, siebenfacher Champion, hat eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und vor 3 Jahren hat er endlich auch im 18. Versuch das Daytona 500 gewinnen können. Zum letzten Mal Champion, 1994, im letzten Jahr Vizemeister, war drauf und dran. Also erneut Riesenerfolge zu holen. Und hier ein paar Bilder von seinem Start, seiner Karriere. Immer war er dafür bekannt, spektakulär zu fahren, viel zu riskieren, die Kollegen zu schieben, unsicher zu machen, nervös zu machen, einzuschüchtern, deswegen sein Spitzname Intimidator. Er hat sich viele Freunde gemacht, aber auch viele Feinde. Die Fangemeinschaft war 50-50 gespalten, aber der Erfolg, er gab ihm recht. Mit Richard Childress also eine riesen Erfolgsgeschichte. Crewchief Kevin Hamlin tat ein Übriges. Hier sehen wir nochmal ein paar Bilder von einer großen Erfolgsserie. 76 Siege insgesamt, 22 Pole Position und seit 1975 war er im Winston Cup aktiv. Und hier sehen wir, wie er immer wieder versucht hat, die Kollegen zu blockieren. Ein knapper Sieg mit angeschlagenem Auto hier in diesem Jahr. Und wieder ein Erfolg und ein weiterer Titel. Der letzte, der siebte und letzte Titel. Daytona 98. Lange Zeit hat er es versucht, immer wieder der Pech gehabt, hat viele Rennen hier auf der Rennstrecke gewonnen, aber nie das ganz Große. Nie das Daytona 500 und 98 war es endlich soweit. Und da haben im Grunde auch die Nicht-Freunde von Daytona endlich ihm entsprechend die Reverenz erwiesen, haben geklatscht, haben applaudiert. Aber warum er Intimidator heißt, zeigt sich hier. Er hat sich immer wieder mit anderen Leuten angelegt. Und wenn er einfach fahrisch nicht vorbeikam, hat er es einfach auf die Hörner genommen. Wie hier in der letzten Runde. Letzten Runde des Rennens am 28. August 99 in Bristol. Er schiebt Thierry Labonte raus, der eine Kollision auslöst. Earnhardt ist durch und gewinnt das Rennen vor Jimmy Spencer. Der gibt ihm auch nochmal einen extra Schubs. Also ein wilder Ritt, aber Earnhardt hat in diesem Fall die Nase vorne gehabt. Hat sich allerdings da eine Menge Feinde gemacht, auch bei den Kollegen. Denn die Aktion war überhaupt alles andere als fair. Hat dann aber auch auf die Kritik reagiert und hat gesagt, ja, nach Ansehen der Videoaufnahmen habe ich eingesehen, ich habe es wohl übertrieben. Es war ein Fehler von mir, er hat sich entschuldigt. Das gab es auch nicht oft. Der langen, langen, erfolgreichen Rennkarriere des Dale Earnhardt. Und die Erfolgsserie wurde ja fortgesetzt. Vor 8 Tagen hat er bei 24 Stunden Rennen von Daytona eine Werks Chevrolet gefahren und ist mit seinem Sohn zusammen am Ende auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Also auch im Rundstreckensport und die Nacht durch war er vorne mit dabei. Nun ein Schock für die gesamte Rennsportwelt. Nach den 3 Toten im NASCAR-Sport im letzten Jahr, NASCAR-Sport im Winston Cup, Busch Grand National und im Truck, nun leider eben ein weiterer schwarzer Tag. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist, sagt er als Erklärung für den Rammstoß, den wir deutlich gesehen haben, auf Thierry Labonte. Zwischen Turn 3 und 4 sind wir uns wohl offenbar ein bisschen ins Gehege gekommen. Ich wollte ihn eigentlich nicht umdrehen. Ich habe ihn einfach nur ein bisschen berührt und wollte ein bisschen anschubsen. Tja, die Bilder sprechen eine deutliche Sprache. Das war absolut bewusst und beabsichtigt. Und Thierry Labonte sagt, ja, die Bilder sollten es eigentlich eine deutliche Sprache sprechen. Was soll ich da noch groß erzählen? Wir kennen doch Dale Earnhardt. So macht er das doch eigentlich immer. Ja, und manchmal ist es eben auch andersrum. In diesem Fall, am Montag, den 19. Juni 2001, beim wegen Regen verschobenen Rennen in Pocono, hat Jeremy Mayfield plötzlich mal den Ellenbogen ausgepackt und wenige hundert Meter von dem Ziel den Earnhardt abgeschoben, der am Ende nur Vierter wurde. Jeremy Mayfield gewann für das Team von Mike Ranefuss und Roger Penske dieses Rennen und hier gab es, glaube ich, eine kleine Diskussion zwischen der 12 und der 3. Weiß nicht genau, ob ich ihn wirklich berührt habe, aber vielleicht habe ich ein bisschen an seinem Käfig gerüttelt, sagt Jeremy Mayfield verschmitzt. Entweder fährt er Rennsport oder will Demolition Derby fahren, Wrecking. Wir sind Vierter geworden und Dale Earnhardt sagt, ein immer noch guter Tag. Vermutlich hätte er da auch geahnt, dass er selbst genug ausgeteilt hatte, dass man auch mal einstecken muss. Schönes Duell hier in Atlanta beim Saisonfinale 2000. Bobby Labonte, der Champion des vergangenen Jahres im grünen Auto gegen Dale Earnhardt.
Ein wunderschönes Duell. Seite an Seite, Türklinke an Türklinke, und keine der 130.000 Zuschauer ist auf den Sitzen sitzen geblieben. Die standen alle und haben mitgejubelt. Jawohl, und das war der Sieg für Dale Earnhardt, sein 76. insgesamt. Bobby Labonte hat allerdings die Niederlage ganz gut genommen, denn dadurch ist er im Auto mit der 18 im Interstate Batteries Pontiac Meister NASCAR Champion geworden und hat es damit seinem Bruder Thierry Labonte, der 84 und 96 NASCAR Champion war, nachgemacht. Und als Sieger wollen wir uns eigentlich auch in Erinnerung behalten, Dale Earnhardt, den NASCAR Champion von 80, 86, 87, 90, 91, 93 und 94. Der Rennsport verliert einen der ganz, ganz Großen an diesem schwarzen Sonntag, dem 18. Februar beim Daytona 500 auf dem Daytona Speedway in Florida.